Hallo, ich grüße euch ganz herzlich vom Summerride. Wir sind in drei verschiedenen Städten, in Gera, in Erfurt und in dieser wunderschönen Stadt in Gotha. Mein Name ist Mario, das ist Hanna und das ist Fischer. Und wir sind hier in Gotha, stehen vor dem berühmten Glockenspiel bei dieser italienischen Pizzeria. Und hier links von mir ist das alte Rathaus, oben mit dem goldenen Kopf, mit dem Ritter Krumbach. Und wir haben hier ganz, ganz viele freundliche Atheisten kennengelernt. Und eine der schwierigsten und eine der intelligentesten Fragen, die Atheisten uns stellen, ist was? Und zwar ist es die Frage, wenn es Gott gibt, wieso passiert da so viel Schlimmes? Das ist natürlich eine der schwierigsten Fragen, die Atheisten uns als Christen stellen. Eigentlich können wir nicht wirklich eine logische Antwort darauf geben, aber ich erzähle immer meine Geschichte. Ich bin Vater von zwei Kindern, die sind sogar noch älter als Tisha und Hannah. Mein Sohn ist 18, meine Tochter ist 22. Und die Zeiten, wo sie noch 4 Jahre alt waren, sind schon lange vorüber, wo ich ihnen gesagt habe, um wie viel Uhr sie ins Bett gehen, was sie essen sollen, was ich auf den Tisch gestellt habe. Sie haben sogar getan, was ich ihnen gesagt habe. Das ist schon lang vorbei. Ich bin stolz auf meine Kinder. Sie sind selbstständige Personen. Sie sind erwachsen geworden. Angenommen, und das ist Gott sei Dank nicht der Fall, meine Tochter wäre kriminell oder würde Drogen nehmen, dann tatsächlich in unserem Staat, in der Bundesrepublik Deutschland, könnte sie mir sagen, Papa, ich weiß, dass dir das nicht gefällt, was ich tue, aber ich mache, was ich will. Und ich kann sie nicht zwingen, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Das verbietet mir schon unsere gesellschaftliche Grundordnung. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott in derselben Position ist wie ich. Er hat den Menschen perfekt geschaffen. Er hat sie perfekt geschaffen. Er hat uns nicht nur geschaffen mit bösem Potenzial, Auschwitz zu bauen oder einen Mord zu begehen, sondern auch mit ganz viel Guten, wie Bach oder Goethe oder Schiller, wunderbare Dinge zu tun. Aber ich glaube, dass Gott dem Menschen noch etwas sehr, sehr Kostbares gegeben hat. Das ist der freie Wille. Jeder Mensch und auch Sie haben jeden Tag die Freiheit, sich für das Böse oder für das Gute zu entscheiden. Gott hat das gewollt. Gott hat nicht gewollt, eine Welt, die voller Roboter ist. Vielleicht kennen Sie den Film mit Will Smith, I, Robot. Das war für Gott viel zu langweilig. Ich bin jetzt fast 2 Wochen getrennt von meiner Frau. Und meine Frau liebe ich sehr und die vermisse ich sehr. Aber ich finde es total uncool, wenn ich wüsste, meine Frau wäre ein Roboter aus I, Robot und der programmiert mich zu lieben. Nein, meine Frau hat einen freien Willen. Wir sind schon 27 Jahre verheiratet und sie weiß, wer ich bin und trotzdem liebt sie mich. Und genau das wollte Gott. Gott wollte Menschen, die aus freiem Willen, aus freiem Antrieb sich für ihn entscheiden. Und dieses Risiko ist er eingegangen und deswegen toleriert er auch, wenn Menschen sich für das Böse entscheiden. Es gibt einen Tag, nachdem wir gestorben sind, so sagt die Bibel, wo wir uns rechtfertigen müssen für das, was wir hier getan haben. Aber Gott wird uns nach einem fragen, ob wir unser Leben nach ihm ausgerichtet haben und ob wir seine Eintrittskarte, Jesus Christus, seine Gnade für uns genommen haben. Dazu lade ich Sie ganz, ganz herzlich ein. Dankeschön.